Was braucht ein gutes Video, damit es heute in der Businesswelt auffällt? Drei Sachen müssen eigentlich dabei sein. Also Tonqualität, gutes Licht. Das heißt, ich arbeite auch jetzt gerade mit Tageslicht. Es ist nichts Besseres als Tageslicht. Also künstliches Licht ist nicht so gut. Man kann zwar sehr viel machen damit, aber Tageslicht ist A und O. Und meine persönliche Numero eins ist, die Videos müssen unterhalten, müssen authentisch sein. Denn letzten Endes ist es nichts Schlimmeres als ein langweiliges Video, wo alle eingeschlafen sind. Und das ist nichts Schlimmeres. Also Videos müssen auch unterhalten. Auch gerade wenn du über langweilige Themen redest oder Daten, Fakten vorstellst, das Video muss dich unterhalten.